Jojo, hier ist euer Lord Titan alias Sven, danke. Und ich mache noch mal einen kleinen Anhang zu meinem Video eben. Ja, ich will nur ganz klar sagen, eben, ich habe nichts allgemein gegen Ausländer, auch nicht gegen Afrikaner oder eben gegen woher sie auch kommen, ob aus Türkei oder sonst wo. Ich habe was ein Problem mit Rechten und Asozialen. Ist mir das egal, ob das Deutsche sind. Und wir haben hier genug Probleme in Deutschland, eben auch von Deutschen aus, die rechts und asozial sind, eben sich gegen das soziale und menschliche Miteinander stellen. Und da sage ich einfach, wir brauchen hier nicht noch mehr Scheiße und Dreck. Ja. Und ich sage nicht, dass alle, die hierher kommen, die Flüchtlinge sind, ja, aus Syrien oder eben Wirtschaftsflüchtlinge sind aus Afrika oder eben auch dort, gibt es unter anderem, was in den Medien ja nicht durchkommt, Gewalt auf die Bevölkerung durch Militär und eben Staatsgewalt. Ja, ich habe nichts dagegen, wenn man hierher kommt. Ja, hier auch Asyl bekommt. Aber Asyl muss klar sein, auch rechtlich klar sein, wann es gegeben wird, für wen und wie lange. Ja. Und ja, da läuft einiges schief, da ist einiges auch grenzwertig, einiges auch über die Grenze hinaus gegen unsere Rechtslage. Was hier passiert und wie mit dem Asyl umgegangen wird. Ja. Was klar sein sollte, ist, Menschen, die hierher kommen, die Flüchtlinge, die Migranten, die Asylbewerber halt. Das sind jetzt erstes Mal Gäste in unserem Land. Ja, die haben hier Asyl, die sind hier Gäste und dann sollen sie sich aber auch so verhalten. Ja, das heißt, sie haben unsere Gesetze zu respektieren, sie haben unsere Kultur zu respektieren, sie haben auch unsere Frauen und Kinder zu respektieren. Ja. Und da gibt es die, die das tun. Die sind hier auch nach meiner Meinung willkommen. Ja, die sich hier auch anpassen wollen, die sich hier auch integrieren wollen in eine Gesellschaft. Ja, das heißt nicht, dass sie sich genauso jetzt verhalten müssen wie ich oder gleich denken müssen. Aber das heißt eben, dass sie unsere Gesetze akzeptieren, unsere Vielfalt auch akzeptieren. Das heißt auch unsere Glaubensvielfalt. Es stellt sich gar nicht die Frage, wer oder was hier nationalbewussten Scheiß geben darf. Ob sie national scheißbewussten Türken sind, ob sie scheißnationalbewussten Kurden sind oder Araber oder sonst was. Leute, das ist nicht besser als der ganze Nazi-Kram von Deutschen. Ja. Es ist so hohl, ja. Und ich habe nichts an Vorurteile gegen eine Hautfarbe, auch nicht an Vorurteile gegen gewisse Ausländer oder Religion. Ja. Ich habe aber was ganz klar gegen Radikal-Islamismus, weil er nichts anderes als rechte asoziale Scheiße ist. Genauso was habe ich was gegen natürlich Ausländer, die hierher kommen und dann Gewalt ausüben an Frauen, Kinder oder auch eben an Männer und eben sich nicht integrieren, auch nicht bereit sind, sich zu integrieren in unserer Gesellschaft, sich nicht unseren Gesetzen zu unterstellen. Und sich nicht zu fügen dem Leben, das wir miteinander führen wollen und eigentlich können. Na? Wir können hier im sozialen Miteinander eben menschlich und human leben. Ja, das liegt aber eben auch an uns, eben nicht nur an der Regierung, sondern auch an der Gesellschaft, wie wir miteinander umgehen und wie wir miteinander leben wollen. Ja? Und bei dem ganzen Rotz, den ich mitkriege. Da frage ich euch wirklich mal, ist das das, was ihr wollt? Na, ich sag's hier nochmal ganz klar, ich bin kein Nazi, ich bin auch nicht rechts, ich bin sozial eingestellt, ich bin links eingestellt und ich bin human und menschlich eingestellt. Ja, das heißt aber nicht, dass ich Ja und Amen sagen muss, das habe ich auch schon mal erwähnt, das sage ich hier auch nochmal, ich muss nicht Ja und Amen sagen. Und ich muss auch nicht meine rechte und linke Wange hinhalten. Na, sondern ich habe ein Recht, hier auch meine Meinung zu vertreten. Ich habe hier auch Recht, meine mediale Meinung zu vertreten, eben im medialen Bereich, mediale Öffentlichkeit. Und
Das werde ich auch nutzen, auch wenn Leute dagegen sind, auch wenn ihr wieder in eurer rechten und asozialen Art und Verhaltensweise mir Gewalt entgegenbringt, mich mit Gewalt und Hassparolen übersät und droht mit Gewalt und etc. Das zeigt eben nur, wie primitiv und Hinterwäldler ihr noch seid, ja. Also, dass ihr nicht wirklich soziale Bildung und sozialen Verstand habt. Ich werde auch weitermachen. Ich werde auch weiterhin mein Statement geben, dass ich sage, asozial ist ein Recht, das hat nichts in unserer sozialen Demokratie zu suchen. Und hat auch nichts in einer sozialen Plattform, in sozialen Netzwerk zu suchen. Ja, und es fängt eben schon bei den Kindern an. Es fängt bei den Jugendlichen an, auch schon bei herangehenden Jugendlichen. In Schulen, in Kindergärten wird völlig verdrehte Scheiße gegeben. Es wird unter anderem darauf jetzt plädiert, dass man eben Türkisch oder sonst welche Auslandssprachen in Schulen lernen muss, um der Kultur entgegenzukommen. Das ist für mich Bullshit. Das ist für mich absoluter Bullshit. Schon alleine, wenn es anfängt, dass der Islam in Schulen gelehrt werden soll für ein Verständnis der Kultur, ist für mich Bullshit. Das hat für mich was mit Freiheit zu tun. Ja, ein Kind soll sich frei entwickeln können und soll frei entscheiden können, ja, nach der Schulzeit oder außerhalb der Schulzeit. Gehe ich in eine Glaubensstätte, in eine Moschee oder sowas? Lasse ich mich dort sozusagen lehren? Ups. Lasse ich mir sozusagen dort lehren den Glauben oder eben nicht, ja? Aber es hat nichts in Schulen zu suchen, ne? Es hat wirklich nichts in Schulen oder Kindergärten zu suchen, dass man sagt, ja, man legt ihnen jetzt den Glauben des Friedens nahe. Ich meine, euer beschissener radikaler Islam, ja, da sollt ihr mir mal sagen, wo das der Weg des Friedens ist. Mit Ehrenmord oder mit Frauen unterdrücken oder mit Frauen beschneiden oder ja, oder Enthauptungen oder Drohungen an Gewalt und Mord oder wo ist das zivilisiert, fortschrittlich oder irgendwo ein Weg des Friedens? Ja, das sollt ihr mir mal ganz klar sagen, ihr komischen Spakulanten da. Ja. So, ich habe keine Vorurteile gegen den Koran an sich. Ja, ich habe auch keine Vorurteile gegen die Bibel an sich. Ja. Ich habe nur was dagegen, wenn die Leute es ins Radikale fallen lassen und radikal ausleben. Ja, und das tun immer mehr und immer wieder Leute, die dann eben auch sagen, ich habe meine Schwester ermordet, ja, weil das ist ein Ehrenmord, weil sie hat Schande gebracht, weil sie wollte nicht nach unserem Glauben leben. Das ist sowas von Bullshit und feige, das ist sowas von hirnrissig und krank, ja. Abartig. Ja, abartig. So, und ich bin einfach nur ein Deutscher. Ich bin kein Nazi. Ich bin ein Deutscher. Ich habe hier meine Heimat. Meine Heimat ist hier in Deutschland. Ich bin als Deutscher geboren, als Deutscher aufgewachsen und habe eben auch an der Vielfalt und den sozialen Aspekten, wo ich auch immer wieder mit dran wirke, wie jetzt auch, dass ich mich eben sozial einbringe und auch gegen eine blinde Masse stelle und sage, wir brauchen soziale Werte, wir brauchen Menschlichkeit. Wir brauchen wieder mehr Humanität und mehr Verständnis, mehr Bildung auch eben im sozialen Bereich. Dafür mache ich mich halt stark und werde ich mich auch weiterhin stark machen. Und ich bin auch stolz darauf, dass wir so viel geschafft haben, dass wir diese Vielfalt haben, diese Rechte auch für Vielfalt, eben auch für Frauen, Kinder, Schwule, Lesben, Zwitter, ja, ne? Auch für Männer und dass wir diese Rechte eben uns auch erhalten können, dass wir eben diese Vielfalt erhalten können, auch die Glaubensvielfalt, dass nicht ein Glaube über alles steht, ja, sondern eben das Glaube allgemein seine Freiheit hat und frei entwickelt werden kann und frei entschieden werden kann. Ja, und das dürft ihr den Kindern auch nicht nehmen, ja. Das sage ich euch ganz klar, auch nicht in Kindergärten oder eben in Schulen hat kein Glaubensunterricht was zu suchen.
Nicht von Christen aus, nicht von Muslimen aus, nicht von irgendwen aus. Weil sonst müsstet ihr einen allgemeinen Glaubensunterricht machen. Einen allgemeinen Glaubensunterricht, wo es wirklich um grundlegende Informationen geht und nicht um das, wie man betet oder sonst was, ja, sondern um die grundlegenden Informationen darüber, was der Glaube aussagt und bringt. Ja. Und dann müsste das jeden Glauben der Welt müsste das beinhalten. Dann wäre das sozial, human, dann könnte man das als Unterricht, als Glaubensunterricht nehmen, wo man eben auch die verschiedenen Aspekte von jedem Glauben auf jeden Fall aufnimmt und sich erstmal anhört und eben benoten absoluter Bullshit, ja. Das sollte rein denn sozusagen sowas wie eine Lesung sein, wie ein Vortrag, ja. Also, wenn man Glaubensunterricht macht, das sollte wie eine Lesung, wie ein Vortrag sein. Und das sollte dann über alle Glauben gehen. Auch die Unterschiede aufweisen und sowas. Und das eben in einem neutralen Bereich. Ne? Nicht jemand, der einen Glauben über den anderen stellt oder eben den christlichen und muslimischen Glauben dann in Schulen vertritt, aber die anderen Glaubensarten fallen weg. Das ist nicht gerecht, das ist auch eben eine Islamisierung oder eine ich habe wieder einen Zungenbrecher, Alter. Eine Christenalisierung oder wie man das nennen will, ja. Verchristigung, ja. Dass man diese zwei Glauben hier so präsent hält, ja. Ich meine, mit welchen Rechten? Welchen Recht stellt sich hier ein Glaube über den anderen? Das darf es gar nicht geben. Ja. So. Ich habe nichts gegen Hautfarbe. Ich habe nichts gegen anderes. Ich habe ganz klar etwas nur gegen radikales, asoziales und rechtes Verhalten, was sich immer wieder zeigt, was auch immer wieder sich gegen mich richtet, gegen meine Person, gegen meine Einschränkung. Immer wieder auch versucht, mich nach unten zu treten, mir alles zu nehmen, mich kaputt zu machen, was sie schon mehrmals gemacht haben. Wodurch ich überhaupt erst eine schwere Einschränkung habe und auch mein Körper sich deformiert hat. Ja. Ist halt so, ja, das ist so gekommen in dieser Gesellschaft. Ja, und da müssen sich andere an die Nase fassen und nicht ich, warum sie so einen Scheiß machen, warum sie gegen Gesetze verstoßen, gegen Richtlinien, gegen unsere Verfassung. Und ja, Polizei und auch Verfassung und Verfassungsschutz und etc., wie auch Anwälte, Richter oder sonst was, ja, die müssen sich mal Gedanken machen, oder eben auch Leute vom Amt oder so, ja, warum lasst ihr es zu? Warum lasst ihr es zu, dass Menschen getreten werden, dass Menschen gegen jedes Recht kaputt gemacht werden, dass Menschen gegen jedes Recht Hab und Gut verlieren? Und hier eigentlich Deutsche sind, und dann ist klar, dass wieder Hass hochkommt, ja, von Deutschen, wenn jetzt hier Ausländer reinkommen, die sich nicht an unsere Gesetze halten müssen, ja, was völliger Schwachsinn ist. Also es kommen hier Gäste her, die sich nicht an unsere Gesetze halten müssen, die Randale schieben können, die Gewalt üben können und wenn überhaupt minimal bestraft werden. Ja, weil sie ja aus dem Ausland kommen. Ach, wie schlimm. Ja. Leute, macht euch bitte eines klar, ja. Macht euch eines klar, lasst euch nicht verarschen. Hier in Deutschland gibt es Probleme, die müssen wir angehen. Wir brauchen wieder mehr soziale Bildung, mehr sozialen Verstand. Wir brauchen wieder mehr menschliches, humanes Miteinander. Dafür setze ich mich seit Jahrzehnten ein. Dafür werde ich mich auch weiterhin einsetzen. Ich weiß, ich bin ein kaputter Mensch. Ich weiß, ich bin ein eingeschränkter Mensch. Ja, ich bin aber nicht psychisch krank und ich bin auch nicht Balla Balla oder sonst was, was andere Leute gerade aus der rechten Szene mir unterbreiten wollen. Na, sondern ich sehe die Probleme, ich benenne sie auch beim Namen und ich fasse dann auch die Wurzel an und nicht nur die Blätter. Viele schießen dann immer Frau Merkel hier, Frau Merkel da oder ach, die Grünen hier, die Grünen da. Ja klar, sag ich auch. Ich sag auch, klar, Grünen bauen da Bullshit, Frau Merkel baut Bullshit, aber was ist mit der Wurzel? Wenn es nicht Frau Merkel ist, ist da jemand anders in der Regierung, der Scheiße baut. Ja, das muss sich diese Gesellschaft mal bewusst machen. Und in der Gesellschaft, die Probleme, die kommen nicht alle durch die Regierung. Ja, oder durch Absinken einer Regierung, sondern wir haben hier in Deutschland, in unserer Gesellschaft Probleme.
Und darüber muss man auch mal reden können, darüber muss man auch mal Tacheles reden, darüber muss man auch mal klar eine Stellungnahme machen. Und dann eben gerade als sozialer Mensch, aber es gibt so viele Leute, die sagen immer, sie sind sozial und menschlich und human, aber kriegen ihren Mund nicht auf, wollen nichts hören, wollen nichts sehen. Das sind keine sozialen Menschen. Ja? Das sind rosarote Neon-Scheißer, mehr nicht. Ja, Gutmenschen. Das sind diese Scheiß-Gutmenschen, die alles kaputt machen und alles fördern. Ja, die fördern durch ihr Verhalten, dass sie eben nichts hören wollen, nichts sehen wollen und nichts aussagen wollen, fördern sie noch Rechtsradikalismus, fördern sie Hass, Gewalt, fördern sie Mord und Totschlag. Ja, und es will keiner wirklich eine Stellung dazu benennen oder eben beziehen. Und es will keiner wirklich was dazu sagen. Ich werde weiterhin meinen Mund aufmachen, ich werde weiterhin auch wieder demnächst, wenn es soweit ist, Tracks rausbringen. Ich werde auch weiterhin mein Freestyle verfolgen. Ja, auch wenn Leute sagen, sing, 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 und das musst du noch lernen. Ich singe nicht. Das, was ich hier auch nochmal ganz klar sage, ist, es ist Freestyle. Es ist einfach von mir Musik zusammengepackt, ja, die ich einigermaßen okay finde, wo ich sage, okay, das ist einigermaßen Musik. Und dann mache ich einfach Freestyle darüber. Das heißt, ich mache eine Art Sprachgesang darüber. Ja, es ist nicht wirklich singen, sondern es ist mehr eine Sprache, ein Ausdruck, eben auch wieder gerade gegen das Radikale und Asoziale in dieser Gesellschaft, ja. Und es gibt Leute, die mögen es. Ich habe auch schon positive Rückmeldungen gekriegt. Es gibt auch Leute, die finden das absoluten Bullshit, ist schön und gut. Nur Leute, wenn ihr das scheiße findet, müsst ihr es euch auch nicht angucken. Ja, ich zwinge euch nicht, ich setze euch nicht gefesselt vom Rechner und mache YouTube an und lasse meinen Channel durchlaufen, ja. Sondern ich bin human, menschlich, und ich sage, wenn es euch nicht interessiert, muss es das auch nicht, ja, nur dann macht euch auch klar, wer ihr eigentlich seid, ja. Wenn euch die Wahrheit nicht interessiert, wenn euch die Wahrheit nicht interessiert, dass es Probleme gibt, dass Menschen kaputt gehen, dass Menschen hier verhungern, erfrieren, um ihr Überleben kämpfen müssen, dann macht euch klar, was für Menschen ihr seid. Ja, und damit verabschiede ich mich, das ist nochmal ein Statement hier, ich bin nicht Nazi, ich bin nicht rechts, sondern ich bin ein Deutscher, ein sozialer, humaner Mensch. Ja, menschlicher Mensch. Und habe meine Fehler, meine Schwächen und habe meine Einschränkungen. Die Einschränkungen habe ich nicht ohne aus gutem Grund. Eben durch eine kranke Gesellschaft, die voller Hass ist. Ja, und ich werde weiterhin dafür mich einsetzen, dass eben nicht mehr Menschen so arg kaputt gehen, dass wir eine soziale und friedlichere Basis haben, in der wir menschlich und human miteinander umgehen können. Das ist mein Anliegen, das ist auch mein Anliegen meiner Bewegung der SPD, ja, nicht P, sondern B, SPD, Soziale Bewegung Deutschland, die ich 2017 gestartet habe, auf Facebook eben. Wie gesagt, findet ihr auch unter Sven Duncan. Ja, im Moment kann ich euch, glaube ich, ja, ich glaube, ich kann euch schon annehmen. Ich muss da mal rauf gucken. Ich bin gesperrt, ich kann zumindest nicht posten. Müsst euch also nicht wundern, wenn ihr keine Nachricht kriegt. Ja. Eben die Wahrheit wird zensiert, die Wahrheit wird weggeschlossen, die Wahrheit wird fallen gelassen, ja. Und es gibt viel Dreck und darum will sich keiner kümmern, darüber will keiner reden. Alle wollen nur rosa-rot sehen, himmelblau, ja. Und die Leute, die unten sind, die werden immer noch tiefer getreten. Und das ist nicht sozial, das ist asozial, das ist teilweise rechts, wie es ausgeübt wird. Und ja, macht euch klar, wer ihr seid, denn ihr seid das, was ihr tut. Und nicht das, was ihr von euch labert, ja. Wie ihr euch hinstellt und sagt, ich bin der soziale Macker, ich habe Geld und spende dies und das. Das hat nichts mit sozial zu tun. Ja, sozial wäre, überhaupt nicht mehr zu haben, als wie dir zusteht, junger Mann. Ja, oder junge Frau oder junges Kind, was auch immer, ja. Allgemeinwohl und daraus sich bereichern und dann einen auf Sozialmenschen spielen, das sind diese beschissenen Gutmenschen, die ich auch immer wieder verurteile und sage, sie sind mit Schuld, dass wir überhaupt, ja, so einen Zuwachs an rechten, asozialen Scheiß haben, dass das gefördert wird, eben durch Weggucken und Schweigen. Ja. Und ich höre jetzt auch auf mit diesem Video. Das war nur noch mal ein Anhangsstatement zu meinem vorigen Video zu Psycholord. Und ja, ich werde einfach sagen, Leute, macht euch ein Bild, ja, aber wirklich ein Bild für euch.
Ja, hört euch erstmal die Seiten an, ja, und dann macht euch ein Bild. Und macht euch nicht ein Bild, nur weil irgendwelche Leute Scheiße reden. Gibt's zu viel Scheiße auf der Welt, die geredet wird. Ich wünsche euch auf jeden Fall was, ja. Ich weiß, dass es da durchaus eben intelligente Menschen gibt mit Verstand und Bildung. Eben auch im sozialen Bereich da draußen. Und denen wünsche ich was, denen wünsche ich alles Gute. Und lasst euch nicht kleinkriegen, ja. Und die Leute, die sich auch einbringen, die eben auch ihren Mund aufmachen. Lasst euch nicht euer Recht auf freie Meinung verwehren und auch nicht das Recht auf mediale Freiheit. Ja, macht euch dafür stark, dass wir eben Probleme auch ansprechen können und dürfen. Euer Lord Titan, alias Van Duncan und Peace.